So, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Wir versuchen so eine Art Geisterachterbahn zu bauen Session. Ob's was wird, wie das Endergebnis aussieht, ich weiß es nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Ich hoffe, dass es cool aussieht. Also so in meiner Fantasie könnte das richtig geil werden. Aber naja. So, wir versuchen, das ist nämlich schwierig. Wir müssen hier jetzt die Scheinwerfer auch positionieren, damit es nicht allzu dunkel ist. Und ja, den können wir hier so positionieren. Gut, dass es Nacht ist. Ich drücke mal auf Pause. Solange wir die Scheinwerfer setzen. Den klatschen wir hierher. Die Farben vergeben wir dann später. Und ich weiß es auch nicht, von wo genau man jetzt tatsächlich dann auf die Requisiten sieht, ob man überhaupt hinsieht. Das ist ja alles nicht so gegeben. So, du wirst so grünlich. Oh, geil. Du bist so grün. Und wo sind jetzt die anderen Scheinwerfer? Dann machen wir den genauso grün. Vielleicht sogar noch ein Tückchen. Na, machen wir so ein grün. Und da hatten wir, glaube ich, auch noch einen. Der wird auch grün. Hey, ich wollte den Scheinwerfer. Ich will nicht den Baum, ich will den Scheinwerfer. Richtig geil, richtig geil. Und wir werden uns, wenn das halbwegs hinhaut, klappt, werden wir uns vielleicht sogar eine richtige Geisterachterbahn mal basteln. So. Ich weiß jetzt nicht, von wo sie kommen. Kommen sie so, dann könnten wir hier noch irgendwas Cooles hinstellen. Dann sehen die den Baum da eh nicht. Das ist egal. Wie wir es drehen und wenden, es ist verkehrt. Wir wählen mal nur Märchen aus. Dann müssten wir die ganzen Hexenteile haben. Dann können wir hier noch einen Hexenbaum herstellen. Schon allein deshalb, damit diese komischen Stützen verschwinden. Machen wir einen Hexenbaumwald. Ah, da geht's. Da geht das. Und wie sieht's hier aus? Bekommen wir hier noch was hin? Nee, das ist dann schon etwas ungünstiger. Wollen wir die ganze Achterbahn? Na, können wir nicht. Es ist einfach zu hoch. Das ist viel zu hoch. Wir können nicht die ganze Achterbahn dort reinklatschen. Kronleuchter. Dann stellen wir da noch ein Hexenhaus her. Why not? Steintorbogen, das wird sich nicht ausgehen. Und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, woher die kommen, aber wir stellen da unten noch eine einsame Hexe hin. Hex. Und vielleicht da noch eine Hexe. Dann wieder hoch zu den Scheinwerfern. Noch ist es ja dunkel. Noch können wir beleuchten. Oh ja, 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 ja. Oh ja, ja, ja. Sehr geil. Sehr geil. Das jetzt noch grünlich? Nee. Knapp. Da können wir ja mit unterschiedlichen Grüntönen arbeiten wahrscheinlich. Das Problem ist, kein Mensch wird das sehen, weil die mit dem Kopf nach außen dranhängen. Aber vielleicht fällt uns ja dann noch eine Lösung ein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich mache das jetzt einfach mal schon allein deshalb, weil ich mich ein bisschen spielen will mit den Beleuchtungen, wie das dann aussehen könnte. Oh, der ist direkt im Center. Nice. So. Wie wollen wir dich denn beleuchten? Rot? Gelb?
Nee, der sieht tatsächlich grün am unheimlichsten aus. So, mit den beiden, da könnten wir mal experimentieren. Wir machen das rot. Okay. Hello. Und das machen wir so grünlich. Egal. Zumindest wenn die da so rüber rauschen, sehen die dann den Teil. Vielleicht wir verschieben dich. Verschieben dich hierher. Und drehen dich. Erweitertes Drehen. Drehen. Gut, jetzt wird's spannend. Eigentlich, weil jetzt kommt einfach, jetzt ziehen wir den Berg hoch und hoffen wirklich, ich werde das speichern. Okay, ich habe zum Speichern jetzt kurz einen Cut gesetzt. Jedenfalls nur, falls es schief geht. Wir ziehen jetzt einfach Terrain. Terrain! Wir ziehen das Terrain hoch. Größe 4 Meter, Stärke 100. Szenerie sperren. Das weiß ich nicht, was das heißt. Was heißt das? Wir versuchen es mal da. Was passiert hier? Ja, das ist blöd. Kann ich das rückgängig machen? Rückgängig. Das muss mit Gefühl geschehen. Das möchte ich auf alle Fälle zubekommen. Dum, dum, dum. Wow, 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 wow. Wo habe ich da jetzt? Das war jetzt wahrscheinlich das. Das habe ich sicher irgendwo einen Berg hochgezogen, was ich nicht will. Irgendwas hat doch da geblubbert. So, da. Hätten wir zu. Dann können wir hier, glaube ich, hemmungslos einfach mal hochziehen. Wir müssen ja vielleicht auch nicht alles zumachen. Oder vielleicht, wir können... Oh ja, wir ziehen das da jetzt so durch. Oh Mann, auf das bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Und das möchte ich auf alle Fälle hochbekommen. Ah, verdammt, da haben wir die Bubbles. Finde ich geil, wie der die Stützen gleich dynamisch umstellt. So, die Szenerie da drinnen, auf die muss ich aufpassen. Die will ich nicht, dass die kaputt wird. Wir ziehen mal den Berg hier lang. Ah, der kann den... Das ist jetzt blöd. Kann er das nicht? Hängt der Hai jetzt da irgendwie so Hai frei? Naja. Ja, okay, so schlecht sieht's nicht aus. Rede ich mir jetzt ganz fest ein. Können wir hochziehen? Ja, ich bin gespannt, wie das aussieht. Gut, dass wir hier die Scheinwerfer jetzt haben. Naja, da benötigen wir unter Umständen noch Scheinwerfer. Das lasse ich mal offen. Ich mag die Melodie. Ich bin beruhigt.
Erinnert mich dran, wenn ich dann fluche, weil das dann alles kacke aussieht. Aber ich glaub's nicht. Ich glaub, das könnte richtig geil werden. Man merkt, ich versuche mich selbst zu überzeugen. So, das müssen wir auf alle Fälle hochziehen. Und jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Jetzt ziehen wir einfach da den Berg, lassen wir jetzt mal zu uns kommen. Den Rest übernimmt der Algorithmus hoffentlich. Was er befüllt und was er nicht befüllt. Schaut gut aus. Ja. Ist da noch zu? Nice. Da ist zu. Gut. Bäume sind quasi auch safe, was Berge betrifft. Das gibt dann nochmal einen zusätzlichen Effekt. Okay, da ist zu. Also entweder stirbt das ganze Programm jetzt ab oder es funktioniert. Das sieht gut aus. Ob es auch gut aussieht beim Fahren, das werden wir dann erfahren. Das machen wir noch in der Folge. Nee, da wächst das runter. Das darf da nicht runter wachsen. Dich brauchen wir noch etwas höher. So. Nice. Da oben kann man ja noch ziemlich viel Zeug hinstellen. Vielleicht jetzt auch noch da verbinden und dazu machen. Ist das jetzt zu? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Musik? Und da ist sie schon wieder. Okay, cool. Drück mal auf Play. Ja dann, Jungfernfahrt. Im neu designten. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich vermute, die Fahrt wird so schnell sein, dass die Leute ja nichts mitbekommen von dieser Pseudogeisterbahn. Junge Frau mit dem Käppi, drück auf Start. Ich will wissen, wie es aussieht. Kurze Ansage. Ja, danke. Und auf geht's. So, mal sehen. Ja, ich finde die Mischung gar nicht so schlecht mit ganz hoch oben in der frischen Luft und dann rein in den Berg. Mal sehen, ob die Requisiten gut gesetzt sind, ob wir was mitbekommen davon oder ob es vergebene Liebesmühe war. Weil das meiste spielt sich echt und in das Haifischmaul. Oh ja, zwar nicht lange, aber man sieht sie. Ja, das mit den Lampen passt auch ganz gut. Es ist halt einfach, die ist zu schnell. Oh wohl. Das passt ganz gut mit den Requisiten und mit den Animatronics, die man zwar nicht sieht, weil wir zu schnell vorbeirauschen, aber ich finde schon cool. Und dann noch den Konfetti-Glitter durch. Und da oben werde ich dann, und das mache ich aber dann wieder offline, ihr wisst, Bäumchen setzen ist jetzt nicht so toll. Dann passen auch die beiden Eingänge hier ganz gut dazu. Und vielleicht da noch den einen oder anderen Shop. Aber ich glaube, das ist nicht so schlecht geworden. Was haltet ihr davon? Würde mich interessieren. Sie ist leider etwas zu schnell, die Achterbahn, um den vollen Horror-Flair mitzubekommen. Da haben wir noch einen Scheinwerfer, den haben wir vergessen. Das machen wir auch in Spooky Green. Da haben wir noch einen Scheinwerfer. Auch du bekommst Spooky Green. Und das ist noch ein Scheinwerfer. Das machen wir jetzt noch. Du bekommst Spooky Red. Oh. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas Bläuliches noch dazu. Oh ja. Ja, das ist schön. Grün und Blau. Sind immer so ein bisschen. Wirkt kalt, wirkt unheimlich.
Und wir können, ja, wir können da jetzt nicht mehr wirklich reinscrollen. Wobei ein bisschen geht's. Aber im Großen und Ganzen rauschen wir die meiste Zeit rund um die, Attraktion an. Nur halt in einer zu schnellen Geschwindigkeit. Ich möchte die aber auch nicht runterdrehen, die Geschwindigkeit. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Und dennoch, okay, Warteschlangen, da müssen wir noch was dazu basteln. Schade, dass das dazwischen dann doch nicht gleich Auswirkungen hat. Aber ja, na gut. Unsere märchenhafte Achterbahn wäre mal soweit fertig. Ich werde offline dann wieder Bäumchen und Pflanzen setzen. Und was auch noch fehlt, ist da hinten Beleuchtung. Das ist ja meine Lieblingsachterbahn. Oh, jetzt geht sie. Im Livestream war sie kaputt. Das ist ja meine Lieblingsachterbahn. Und die ist aber im Dunkeln, kann man damit nicht fahren, wenn man nicht sieht. Da setze ich dann Offline-Beleuchtung. Ihr seht ja, wie viele Bäume ich da gesetzt habe. Ich bin ja hauptsächlich im Stadtgartenabend tätig, was dieses Spiel betrifft. Jo, gut. Mit dem Ausblick verabschiede ich mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.